Level 5. Hallo liebe Kinder. Wir spielen heute. Oh, ach du Scheiße, wir sind schon fast in den ersten Gegner rein und trotzdem werde ich getroffen irgendwie. Wir werfen und kriegen ganz viel Geld. Oh, ouch. Okay, das war es mir vollkommen wert, wenn ich ehrlich bin. Geld ist immer wert. Ey, Mann. Okay. Ich kann ja die Heilung anmachen. Wo. Oh, Scheiße, das Ding explodiert ja. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Gut, so. Seht ihr, dann heile ich das langsam aus sich alles wieder weg. Jetzt will ich hochfliegen. Dafür mache ich die Fähigkeit und fliege, was das Zeug hält. Für Top Nummer 1. Da, zack. Yeah! Okay, vergiss, was ich gemacht habe. Ich will da irgendwie durch, aber irgendwie komme ich da gar nicht durch. Und die Bombe, die bedrängt mich nur. Ich komme da gar nicht auf den Boden. Guckt euch mal an. So. So geht das doch. Sehr schön. Und jetzt? Ach Mist. Ich habe hier die Fliegenfähigkeit. Das vergesse ich auch mal ganz gerne. Oh, ich muss natürlich das öffnen. Gut. Und schnell hier hoch. Ich meine, das Spiel wird, glaube ich, sogar gleich außenrum rennen. Aber wenn man schon die Fähigkeit hat, dann muss man die auch wohl ausnutzen. Brauche ich das? Ich werfe das einfach mal. Naja, warum nicht? Jetzt habe ich... ich will das Puzzleteil dabei haben. Eigentlich habe ich es ja schon irgendwie berührt. Okay, Peach sieht immer voll doof aus, wenn die am Klatschen ist. Ich glaube, da links war nichts mehr, außer so ein bisschen schmutziges Geld. Also, hoppala, nicht so schnell. So, bam und zu und nehmen und snacken und kaputt hauen. Wunderschön. Ich bin hin und weg darüber, dass ich Tots retten kann. Was sagt denn der Text hier? Seltsame Pilze und ungewöhnliche Blumen wachsen nach vorne. Nimm die Röhre und sieh dir das an. Na gut. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, aber wir werden es hier sehen. Ah, ich glaube, ich muss mir die Reihenfolge merken. So war das. Rot, blau, lila. Rot, blau, lila. Und dann kommt die Röhre. Okay. So läuft die Masche. Das war jetzt natürlich noch die einfache Variante. Ich glaube, das wird jetzt noch ein bisschen komplexer. Rot, lila, blau, rot. Rot, lila, blau und rot. Ein lustiges Merkspiel also. Und ich glaube noch einer, oder? Zwei sind nicht genug. Blau, lila, rot, rot, blau. Blau, da unten ist lila. Jetzt zweimal... Kriege ich den von hier eigentlich? Ich glaube ja nicht, aber... Na. Jetzt zweimal rot. Da unten ist einmal rot. Das ist übrigens eine grüne Dings, die können wir nicht mitnehmen. Grünes Trampolin. Wir können nur die roten rumschleppen. Das ist blau, das wollen wir nicht. Wir wollen noch einmal rot. Komm ich... Ja, nö. Doch. Ja, nö, doch. Ach Mann. Ach, scheiß drauf. Ich lieb den Weg. Man kommt ja sonst irgendwie nirgendwo hin. Einer noch. Ui, das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch, muss ich zugeben. Und der letzte hier. Ja, und die Tür geht auf. Ich glaube, also es waren ja Pilze, die das dargestellt haben. Ich weiß gar nicht, ob Pilze sonst noch eine Bedeutung in diesem Spiel haben für Peach auf jeden Fall. Mhm. Hey, okay, tschüss. Gut, das Geld wird gesammelt, denn ich bin eine fleißige, geldgierige Frau. Ja, ganz recht. Ich bin eine Frau, in Wirklichkeit. Sterbe ich da unten? Das will ich jetzt überprüfen. Oh ja, das tue ich. Gut. Ich dachte, da wäre ein Geheimnis. Ich konnte mich noch gerade so retten. Ein heulender... Au, ey Mann, wieso kann ich ihn nicht aufheben? Gut, ich brauche... Reicht das? Nee, Moment. Ich muss das hier gießen. Nee, scheiße, das ist echt der einzige Gegner hier drin. Nee, okay, der spawnt immer wieder. Dann ist das kein Problem. Ich fliege einfach hoch, um ein bisschen zu sparen. Und direkt hier durch. Aber gut, das hat wohl doch noch mehr als genug gereicht.
Und der letzte wurde auch befreit. Ich bin voll der nette Mann. Oder voll die nette Frau. Da muss ich mich jetzt abfinden, da ich eine Frau spiele. Und eine Scheißrübe wiederbekomme. Ich hasse es. Dreck. Egal. Ich kriege hier so schon genug Kohle zusammen. Und jetzt kommt ein Totenkopf. Das heißt, hier ist ein ganz lieber Mann. Ach so, nein. Hier stand auch gerade ein Touchman, brauche ich. Alle Stadtler? Nein. Oh, okay. Ich kann es nicht überspringen. Ich muss machen. Gut, dann muss ich jetzt mit dem Touchman arbeiten. Ja. Ah, okay, das ist jetzt sehr verwirrend. Weil ich jetzt manchmal da bin, manchmal da. Okay, Moment, Moment, Moment. Ich lande also immer wieder auf dem unteren Bildschirm, von daher geht das eigentlich fit. So, ich muss hochspringen. Ah, das ist ein Gegner. Ich darf nicht einmal getroffen werden. Was ist das denn? Okay, das werde ich so hart niemals schaffen, ne? Gut, hochziehen. Oh Mann, das ist jetzt echt nicht so feierlich. Gut, das hat gerade noch so gereicht. Da hoch. Gerade noch so. Na, ich hab's fast. Ich muss diesen coolen Sternenring. Gut. Geschafft. Und da drin wartet jetzt ein Boss auf mich. Eine riesige Pflanze. Eine Ladung Wasser, wenn das Maul offen ist. Okay, das klingt sehr nach Mutant Tyrannia eigentlich. Weil, ich weiß nicht. Ich wette, das ist der auch, oder? Ich weiß ja aus dem Kopf raus gar nicht. Ja, natürlich, er ist es. Na, was geht? Ich meine, es geht um Wasser rein ins Maul und Bauchnabel, eine Pflanze. Die Hinweise sind mehr als deutlich. Also ich muss. Scheiße, wo habe ich meine. Hier. Mist, jetzt habe ich natürlich meine Gelegenheit hier verpasst. Ich werde zurückgedrängt. Ach, jetzt werden noch solche Dinge gemacht. Okay, nochmal. Also ins Maul. Hä? Mach mal keinen miesen. Irgendwie kriege ich das nicht hin. Okay, jetzt bin ich ja kurz davor, sogar zu sterben. Ach, Kacke. Okay, das fällt mir ganz schön schwer hier gerade. Also nochmal. Hä? Irgendwie kriege ich das echt nicht hin. Das gefällt mir gerade gar nicht hier. Ich will das Ding haben. So, jetzt vielleicht? Jetzt klappt's. Alles klar. So. Wieder ein bisschen heilen in der Zeit. Heilen ist sehr wichtig. Gut, ich muss also erstmal diese Pflanze hier zum Wachsen bringen. Weil sonst wird das anscheinend auch gar nichts. Und ich muss auch möglichst jetzt meine Leiste auch wieder voll machen. Das Ding ist einfach hochgesprungen. Oh, ist das frech. Kriege ich das von hier? Ne, ich muss auf die Stufe. So. Wir sehen auch, wie viel Leben so ein Boss hat. Nämlich noch 3 Stück. Gut, ich versuche mich mal direkt bereit hier hinzustellen. Ja, frisst das Zeug. Jetzt habe ich so langsam den Bogen raus. Oh, jetzt fliegt er. Na toll, jetzt wo ich den Bogen raus habe, macht er natürlich noch irgendwelchen anderen Scheiß. Und wird rot. Okay. Oh, jetzt kann er rumlaufen. Ach Mist, das Ding kommt nicht an. Nein. Ach Mann. Wo ist heilen? Heilen. Nein, heilen. Ich bin fast tot. Scheiße. Okay. Schaffe ich das von hier? Ach, okay. Auch wenn das eigentlich nicht mal viel Sinn macht, aber ich habe es trotzdem nicht ganz geschafft. Ich will noch ein bisschen aufbewahren. Ah nein, ich wollte noch nicht. So. Jetzt. Ach, gut, geschafft. Also nicht geschafft, weil einmal muss ich da noch ran. Aber dafür muss ich jetzt. Okay, ich bin einfach angeschrien. Ich werde einfach zurückgedrückt, das ist gar kein Problem. Der muss mir nur irgendwie ein paar Viecher hinterlassen. Genauso. Nein, nicht wirklich genauso. Oh Mann, wirklich nicht genauso. Ich. Mann! Ich stecke hier drin. Ich stecke fest. Scheiße. Nein, nein. Nicht die Fähigkeit, sondern hoch. Ich muss hier raus. Ich bin nämlich in der Falle drin. Das Problem ist, die rennt irgendwie immer automatisch los, wenn die losheult. Deswegen. Oh fuck. Ich komme nicht raus. Heil dich, du Dreck hier. Gut. Heilen, heilen, heilen. Boah, ich stecke so in Schwierigkeiten. Ach so, ja, ich werde zurückgedrängt.
wieder zurückgedrängt. Es wäre mir eigentlich lieber, wenn er das Maul jetzt aufgemacht hätte. Vielleicht jetzt? Ja, perfekt, oder? So. Boah, es ist viel schwerer als auf normalen DS zu spielen. Weil man nicht so schnell an diese Fähigkeiten rankommt und sowas. Das macht das Ganze schon ganz schön fies. Aber ich habe es irgendwie doch noch geschafft. Todd wird einfach rumgeschleudert. Und das Viech, guckt euch das Viech an, das, also dieses Schirmviech, es hat einfach nur so geguckt. Okay, Lagerfeuer, einfach mal, Situationsszenenwechsel. Wo bin ich und wer bist du? Oh, der Weihnachtsmann, warum schlafe ich hier? Hey, da kommt jemand. Das war's. Der Traum. Der Traum vom... Der Traum vom Viech. Ich bin wohl eingeschlafen. Ich glaube, ich habe wohl von früher geträumt. Ah, Schloss jetzt. Ist gewichtiger, als diesen Erinnerungen zu schwelgen. Sobald du dich etwas erholt hast, werden unsere Widersacher vorknöpfen. Vor allem, wir sind irgendwie im Nix. Das ist einfach ein Feuer, das ist nicht mal Boden. Aber was soll's. Wir haben Welt 1 geschafft. Komplett. Das sieht man noch an diesem lustigen Stern. Und wir können direkt mal das erste Level aus Welt 2 machen. Und das ist jetzt so die Waldwelt, ne? Nicht mehr als lustige Spaßwelt, sondern lustige Spaßwaldwelt. Hier haben wir Yoshi-Dinger. Die kann ich auch einfach kaputt machen. Bestimmt sind das eckige Yoshi-Eier und wir töten gerade irgendwelche ungeborenen Yoshis. Aber was soll's. Wir haben gerade eine wichtige Mission. Ich darf das. Okay, Moment. Gerade hier habe ich natürlich auch die Gefahr, was zu übersehen. Und zum Glück habe ich auch mal hingeguckt. Denn ich habe auch was gefunden. Und jetzt... Ich glaube, hier muss ich hochfliegen. Ich mache es einfach mal. Okay, hier für ein bisschen Geld. Aber ich will mal ein bisschen aufbewahren. Denn ich will noch da hochkommen. Für Todd 1. Sehr schön. Man merkt, vielleicht ein bisschen fieser werden die Sachen jetzt versteckt. Ey, ich bin voll drauf gesprungen. Wieso zählt das dann nicht als... Jetzt lass dich doch mal aufheben, Mensch. Das ist ganz schön fies mit denen. Gut, ein bisschen Heilung muss jetzt sein. Nach der Anstrengung. Da oben ist noch eine Röhre. Müssen wir irgendwie jetzt mit Plattform freischalten. Oder wir scheißen drauf und gehen einfach so rein. Aber ich glaube, das ist nicht der optionale Weg. Scheiße, okay, die sind echt nur da. Mann, man braucht die auch gar nicht. Es ist so schlecht. Nö, den drücke ich aus Protest nicht. Ich gehe da jetzt so durch. Nö. Wenn man keine Plattform braucht. Ich meine, ich könnte ja sogar hochfliegen, wenn ich jetzt Lust hätte. Okay, scheiße. Das war jetzt natürlich blöd, weil ich hätte zumindest die Gleitattacke machen müssen. Auch wenn es keine Attacke ist. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und jetzt habe ich irgendwie mit der Cooper Shell das eine Ding wieder deaktiviert. Nein, spring doch, du Dreckige! Was stimmt mit der nicht? Okay, komm. Nochmal. Die ist einfach nicht gesprungen. Mann, ich habe das eh mit Leichtigkeit gemacht. Jetzt, die springt nicht. Ich schwör's euch, ich bin ja... Okay, egal. Ich denke, ihr glaubt mir. Ich denke nicht, dass ihr denkt, dass ich die ganze Zeit das absichtlich mache. Gut. Gut, okay. Ganz runterfahren. Das ist kein Problem. Man kann ja wieder hochspringen. Dafür bin ich ja hier. So. Und ich weiß, ich könnte hochfliegen, aber es geht jetzt gerade mehr um einfach hochkommen. Es geht nämlich gerade ums Prinzip. Seht ihr, es ist so einfach. Irgendwie habe ich gerade keinen Lauf. Ich habe keine Ahnung, was los ist. So, ab nach links, weil da Geld ist. Und jetzt kann ich auch hier lang. Oh, shit. Okay, nein. Oder schaffe ich es? Nein, ich schaff's nicht. Ach, ich habe keine Zeit für solche Späße. Ich spaß mich mal da selber hoch. Oh, fuck, die ist schon wieder... Warum springt die irgendwie nicht teilweise? Es ist gerade sehr komisch. Wo geht's denn jetzt hier lang? Geht's in die Röhre da oben? Ich habe keine Ahnung, ehrlich zu sagen. Ich hoffe, das ist der Weg, der mich zum Cooper-Dingsbums... Ach, Cooper-Dingsbums. Ich meine endlich diese Box mit dem Todd. Keine Ahnung, warum ich über irgendwelche Coopers rede. Was ist denn da? Oh nein! Oh fuck! Ui, ja, Mann. Irgendwie, ich sag's euch, sie springt gar nicht. Teilweise, warum? Warum macht ihr das nicht mehr? Es ist gerade irgendwas richtig Komisches in diesem Level drin. Dass ich irgendwie die Hälfte einfach mal gar nicht springen kann, also die halbe Zeit. Und mir einfach nur beim Fallen zusehen muss. Ich kann glücklich sein, dass ich gerade noch so reagieren konnte, mich da hochfliegen zu lassen. Hier haben wir Kohle ohne Ende. Ja, genau das wollte ich sagen. Und wir haben sogar ein Lied.
Du hast die Partitur für La Dida Land 2 gefunden. Okay, jetzt haben wir ein Lied sogar freigespielt. Das ist nochmal ein Fortschritt. Und ich habe das Gefühl, ich könnte mit dem Level schon lange fertig sein. Aber irgendwie, da ich nicht springen konnte und sowas, habe ich mich mega lange jetzt einfach mal aufgehalten. Aber ist ja nicht schlimm. Und mitten auf dem Weg liegt Todd 3. Man kann ihn eigentlich gar nicht mal wirklich verfehlen. Was willst du denn hier? Ich gehe einfach weiter. Bullet Bills. Kann ich hier auch aufheben? Ich weiß es gar nicht. Warte. Das muss sein. Pinata. Oder zumindest etwas, was ein bisschen dran erinnert. Kann ich ihn aufheben? Ja, kann ich. Cool. Tschüss. Und... Ah, Mann, immer wieder. Es ist so schlecht. Die Chance, das zu kriegen, ist vielleicht... Ich habe keine Ahnung, wie hoch die ist, aber... Jedes Mal, bis auf ein einziges Mal, naja. Was soll's. Was ich jetzt vielleicht zeigen kann, ist jetzt... Musikraum. Seht ihr, wir haben ein Lied freigespielt. Todsworth an der Gitarre und sie singt. Hört ihr nicht den wunderschönen Gesang? Es ist wunderschön. Und wir haben jetzt Bonus. Ach so, wir können sie... Perry heißt das Viech. Okay, wir können uns jetzt diesen Traum nochmal angucken, den wir hatten, aber muss nicht sein, das ist ja irgendwie eher langweilig. Was soll's? Danke fürs Zusehen, beim nächsten Mal wieder mehr Waldspaß, Party-Action und so weiter und so fort. Ne? Bis dann, ciao.